Wenn man die Jugendlichen fragt, sagen die häufig, dass sie ihre eigene Veränderung überhaupt nicht verstanden haben, weil sie schleichend kam. Eltern sagen, wir haben den Rückzug und die Schlafstörungen bemerkt, dachten aber, das legt sich wieder. Und die Schule bekommt meist nur mit, dass die Noten schlechter werden. Das wird dann auf die Pubertät geschoben. Die Vermeidung einer Diagnose ist auch ein Motiv. Viele Eltern fürchten den Stempel einer psychischen Erkrankung. Es heißt dann, wir lösen das in der Familie. Vordergründig klappt das häufig sogar eine Zeit lang, denn eine Depression verläuft in Phasen und wird zwischendurch auch mal wieder besser. Aber wenn man als Kind oder Jugendlicher eine depressive Phase hatte, ist das Risiko, später nochmal zu erkranken, deutlich erhöht.